Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Lesevideo von mir. Ich entführe euch heute endlich in ein neues Buch von der lieben Sandra Crouquier. Und es geht um Craft Beer, Tattoos und Vanilla Dream. Das Cover gefällt mir richtig gut. Einmal haben wir hier so ein kleines Emblem von einem Tattoo-Shop. Ein super hübsches Polaroid von einer bildhübschen Frau. Craft Beer. Also ich finde super viele Details, die sehr stimmig zusammenpassen. Und wo ich natürlich neugierig war, was das alles mit der Story zu tun hat. Ich nehme euch einmal mit in den Anfang und freue mich schon, ihn euch vorzustellen und bin ganz gespannt, was ihr danach sagt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören. So. Buchbeschreibung. Die 35-jährige Ärztin Sue aus Hamburg wandert nach Melbourne, Australien aus. Dort begegnet sie ihrem ehemaligen Kommiliton und besten Freund Ryan, in den sie bereits während ihrer Studienzeit total verliebt war. Zu ihrem Erstaunen ist er mittlerweile Craft-Bierbrauer geworden. Ryan und Sue können sich dem besonderen Reiz, den sie aufeinander ausüben, nicht entziehen. Wäre da nur nicht seine Vergangenheit, die ihn immer wieder einholt. Außerdem buhlt sein Bruder Keith um Sues Gunst. Der Tätowierer ist fasziniert von ihrer sanften Art, der weißen Haut und den hellblonden Haaren. Dr. Vanilla, wie er sie liebevoll nennt, weist ihn immer wieder von sich. Doch er gibt nicht auf. Über die Autorin. Seit September 2017 schreibe ich Liebesromane, sinnlich knisternd mit genügend Drama und garantiertem Happy End. In jedem meiner Romane habe ich ein Stück von mir selbst hineingegeben. Etwas aus meinem Leben, etwas aus meinem Herzen, ein Stück meiner Seele. Manchmal ist es die Hauptmotivation der Protagonistin, meistens nur ein Teil ihrer vielen Facetten. Aber von allen gebe ich all meine Liebe in jeden meiner Romane. Egal, ob sie 700 Seiten lang sind oder Shorties wie in Anthologien. Und ich bin in jedem meiner sexy Protagonisten verliebt. Für meine Leserin, was wären meine Bücher ohne euch? Eure Liebe und Begeisterung haucht den Stories erst wirklich Leben ein. Kapitel 1. Sue, Wiedersehen. Mit geschlossenen Augen sitze ich im Flieger nach Brisbane, nach Melbourne und träume vor mich hin. Seit 3 Monaten bin ich jetzt in Australien an der Golden Coast unterwegs. Zuvor kündigte ich in Hamburg meinen Posten als Oberärztin in der Uniklinik Eppendorf. Mit meinen 35 Jahren fühlte ich mich ausgelaugt. 24/7 in der Woche als Ärztin sorgten bei mir für innere Leere. Privatleben? Ja, was ist das? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Es gibt keines. Während der Studienzeit hatte ich noch Freunde und Freundinnen. Ich ging ab und an auf Partys und tobte mich aus. Festgelegt auf einen Mann war ich nicht. Mir fehlte der innere Wunsch und Wille, mich festzubinden. Wollte ich doch noch etwas erleben. Und das stellte sich als Trugschluss heraus. Ich bin gerne Ärztin, aber meine Seele sehnt sich nach einem Mann, der das Leben mit mir teilt, an den ich mich anlehnen kann, mit dem es mir möglich ist, meine tiefsten Gedanken auszutauschen. Ach ja, und zu gern hätte ich mal wieder erotische Momente. Mein Körper lechzt regelrecht danach. Seit einiger Zeit träume ich Nacht für Nacht von heißem Sex mit einem sexy Manne und werde von wilden Orgasmen geweckt. Dann liege ich da, lass die heißen Gefühle und Gedanken ausklingen und bleibe frustriert zurück. Ich sehne mich nach warmer, körperlicher Nähe, nach dem maskulinen Duft, dem männlichen Gegenpart zu mir. Hamburg ist eine Metropole. Dort gibt es Abwechslung für jeden Geschmack. Ich bin sicherlich nicht Brüde, aber One-Night-Stands nicht so mein Ding. Ein bisschen Empfinden von Verliebtheit hätte ich beim Sex schon gern. Abgesehen davon bin ich in den letzten Jahren eingerostet, was das Flirten betrifft. Ich hatte für gewisse Zeit in meinem Leben einen Freund, mit dem ich ab und an ins Bett ging. Wir waren beide Single, aber für mehr als Freundschaft reichte es nicht. Doch der Sex war schön mit ihm, bis er die Frau fürs Leben traf und sie kurz darauf heiratete. Nach einem eher missglückten One-Night-Stand habe ich es dann aufgegeben und mich dem ohnehin anstrengenden Krankenhausdienst voll und ganz gewidmet. Da blieb wenigstens keine Zeit, über verpasste Gelegenheiten nachzudenken. Wahrscheinlich bin ich eh nicht beziehungstauglich nach all den Jahren des Single-Daseins. Ich meine, nie habe ich eine feste Beziehung geführt und das in meinem Alter.
Andere sind da schon mehrfach getrennt, verheiratet und haben 3 Kinder, ein eigenes Haus mit weißem Zaun und Golden Retriever. So gern allerdings erinnere ich mich an Ryan Thompson, den heißesten Kommilitonen und WG-Bewohner, den ich je hatte. Er ist Australier. Um ehrlich zu sein, war ich schwer verliebt in ihn. Er war 2 Jahre lang mein Freund, mein bester Freund, um genauer zu sein, denn mehr wurde nie aus uns, bis er wieder zurück nach Australien ging. Er studierte in Melbourne bis kurz vor Ende und schmiss dann alles hin. Warum, habe ich nie erfahren. Auch nicht, was er jetzt so treibt. Er war damals schon anders als die anderen Männer, die ich kannte. Irgendwie passte er nach Hamburg, dort, wo es für jede Form des Gedankenguts und Lebenseinstellung die passende Szene gibt. Er nannte mich immer liebevoll Vanilla. Ich war ihm wohl zu brav. Zudem passte es zu meinem Äußeren. Die langen hellblonden Haare, die fast weiße Haut, die nicht sehr sonnenverwöhnt wird und meine fast keuscher Lebensstil. Wenngleich Letzteres eher der Unfreiwilligkeit zuzuschreiben ist. Ryan und ich korrespondieren seit Jahren regelmäßig per E-Mail. Als er merkte, wie sehr ich das Leben hier satt habe, schlug er mir vor, für ein Sabbatical zu ihm nach Melbourne zu fliegen. Ich solle mir doch seine Heimat anschauen. Er würde mich herumführen, mir seine Heimat zeigen und sich freuen, mich wiederzusehen. Lange habe ich hin und her überlegt, dann ging ich sogar einen Schritt weiter. Aus dem Gedanken an eine befristete Auszeit wurden Planungen für eine Auswanderung nach Australien. Mich hält hier nichts, nicht einmal meine Eltern. Sie haben sich und ihr Leben, in das ich nicht hineinpasse. Nicht mehr. Ich wurde wohl erzogen, war immer brav und spießig. Vanilla eben. Ich weiß nicht, wie oft ich mich dafür gehasst habe, aber ich kam aus meiner Haut nicht heraus. Zu gern wäre ich unbrav gewesen, weniger angepasst, dafür wild und frei. Doch grundanständig schuftete ich für ein 1er-Abi, um dann ebenso fleißig durchs Studium zu marschieren. Ja, ich war eine Streberin. Es war einfacher, eine zu sein, als wild, frei und wunderbar. Warum? Ich hatte aus meiner Komfortzone gemusst und die Freiheit machte mir irgendwie Angst. Und jetzt, das erste Mal in meinem Leben, habe ich nur auf mein Innerstes gehört. Da ich die Jahre sehr gut Geld verdient und wenig ausgegeben habe, war es mir möglich, einen Sparpolster anzulegen, von dem ich die letzten Monate gelebt habe und mit dem ich bei Sparsamkeit noch eine Dreivierteljahr auskommen kann. In Melbourne könnte ich mich als Ärztin in einem der Krankenhäuser bewerben, wenn ich will. Vakante Stellen gibt es zurzeit, aber mein Bedürfnis nach Krankenhausalltag ist noch gedeckt. Der Drang nach Freiheit viel größer als der nach finanzieller Sicherheit. Die Maschine landet. Entspannt lasse ich die anderen Passagiere an mir vorbeiziehen, damit sie aussteigen können. Ich hasse es, dicht an dicht mit vielen fremden Menschen zu stehen und mich millimeterweise irgendwo durchdrängen zu lassen. Lieber warte ich an meinem Platz, bis sie fast alle draußen sind. Erst danach stehe ich auf, greife über mich in die Gepäckablage und schnappe mir meinen Reiserucksack. Am Kofferband warte ich ebenso relaxed. Es ist ein fantastisches Gefühl, Zeit zu haben. Langsam rolle ich meinen Koffer vor mir her. Ich sehe die vielen Passagiere von ihren Liebsten empfangen werden. Neid sticht in mein Herz. Mein Blick sucht den Ausgang und bleibt dann an einem Mann meines Alters hängen. Er strahlt mich an. Und ich muss zweimal hinsehen, um ihn zu erkennen. Ryan. Mein Herz schlägt unvernünftig schneller. Er sieht umwerfend attraktiv aus. Das fand ich schon damals, aber die Jahre, in denen wir uns nur geschrieben haben, ließen ihn reifen. Okay, ich habe das ein oder andere Foto von ihm bekommen und wir haben uns in großen Abständen per Videotelefonie unterhalten, aber ihn so nun zu sehen. Sue, ruft er mir entgegen und ich sehe ihm die ehrliche Freude über mein Erscheinen an. Ryan, fast hätte ich dich nicht wiedererkannt, begrüße ich ihn und werde mit einem entschlossenen Griff in seine Arme gezogen. Er duftet himmlisch, irgendwas zwischen Sandelholz, Leder und Lemon, sehr maskulin. Oh Mann, das fängt ja gut an. Er zieht mich fest an sich und ich umarme ihn ebenfalls. Harte Muskeln drücken an mich. Sue, murmelt er in meine Haare. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich mich freue, dich endlich hier bei mir begrüßen zu dürfen. Dann schiebt er mich eine Armlänge von sich, um mich zu betrachten. Du siehst toll aus. Aber dafür, dass du schon seit Wochen in Australien weilst, bist du nicht besonders braun geworden. Du bist immer noch meine Vanilla. Lächelnd sehe ich ihn ebenfalls an und du hast unzählige Tattoos mehr auf deiner Haut als damals.
Dein Bart ist üppiger geworden und du musst wohl täglich im Gym trainieren. Bei dem Buddy? Antworte ich und versuche mir nicht anmerken zu lassen, wie nervös seine Nähe mich macht. Ryan hatte bis vor kurzem eine feste Partnerin. Warum die Beziehung nicht hielt und sie sich trennten, erzählte er mir nie. Aber er war der Motor für mich, nach Australien zu gehen. Stimmt, bestätigte er und grinst. Als ich wusste, dass du hierher kommen wirst, habe ich noch einen draufgelegt beim Training. Leise lache ich auf. Ach komm, erzähl mir keinen Unsinn. Doch sein Gesichtsausdruck wird ernst. Doch, Vanilla, das hab ich. Und wenn ich ehrlich sein soll, konnte ich dich kaum erwarten und war versucht, dich schon in Sydney abzufangen. Sprachlos sehe ich ihn in die Augen. Er meint es ernst. Einen Arm um mich gelegt, greift er ohne weitere Worte mit der freien Hand um einen riesigen Koffer und dirigiert mich durch die Hallen hinaus. Draußen empfängt uns Wärme und Sonne. Es ist November, Sommer in Melbourne. Zielstrebig steuere ich auf einen Pickup zu. Dort hält er an, hieft meinen Koffer auf die Pritsche und befestigt ihn mit Gurten. Dann öffnet er mit mir galant die Beifahrertür. Ich beobachte ihn und finde, aus ihm ist ein echt markanter Typ geworden. Ich würde sagen, ein Hipster. Die dunkelblonden Haare sind perfekt zu einem Undercut geschnitten und zur linken Seite geschaltet. Sein Vollbart wurde gewiss von einem Barbier gestutzt. Sein schwarzes Shirt lässt den Blick frei auf unzählige Tattoos, die bis zum Handgelenk seiner muskulösen Arme reichen und selbst im Halsausschnitt zu sehen sind. Er trägt lässige Shorts und Sneakers. Auch seine australischen Beine sind zum großen Teil mit Hautbildern bedeckt. Ich muss mich an diesen umwerfenden Anblick gewöhnen. Damals sah er brav aus, doch auch da schon mit Hang zum Unkonventionellen. Aber jetzt? Ich finde ihn hot. Very hot. Steig ein zu, fordert er mich auf und zwinkert mir zu. Gern folge ich und schwinge mich auf den Beifahrersitz. Während er uns durch den Stadtverkehr lenkt, betrachte ich an seinem rechten Handgelenk das Armband, das er trägt. Es ist aus schwarzem Leder mit silbernen Beschlägen und einem Schädel als Verschluss. Du hast dir einen coolen Style zugelegt, Ryan, stelle ich bewundernd fest. Gefällt mir sehr. Auch wenn ich die vielen Tattoos ein wenig gewöhnungsbedürftig an dir finde. Hast du noch freie Hautstellen an deinem Körper? Frage ich frei von irgendwelchen Hintergedanken. Doch sein freches Grinsen erzählt mir, dass er definitiv zweideutige Gedanken hegt. Augenblicklich steigt Milz in die Wangen. Sein Grinsen vertieft sich, als er mich von der Seite betrachtet. Ach so. Du hast dich nicht verändert. Du bist noch genauso Vanilla wie damals. Schlimm? Will ich ehrlich von ihm wissen? Nein, ganz und gar nicht. Sehr süß, murmelt er und konzentriert sich auf den Feierabendverkehr, durch den wir uns mogeln. Nach unzähligen roten Ampeln biegt er in eine Seitenstraße ein und hält für einen viktorianisch anmutigen Mehrfamilienhaus an. Hier kannst du wohnen, solange du willst. Unter dem Dach ist eine kleine 62 Quadratmeter Wohnung mit einem Aufgang zu einer Dachterrasse. Sie ist möbliert übrigens, erklärt er, während er sich mir im Sitz zuwendet. Wow, dann fährt es mir überrascht. Ich dachte, du bringst mich in dieses Motel, das ich ausfindig gemacht habe. Nein, das war keine sonderlich gute Lage für eine Frau, wie du es bist, grummelt er. Was für eine Frau bin ich? Eine sehr attraktive und anständige. Hier ist es für dich ungefährlich, am Abend auf der Straße herumzulaufen. Gibt er mir Auskunft. Okay, das finde ich fürsorglich von dir. Danke, Ryan. Wie viel Miete muss ich da im Monat einrechnen? Im Geiste rechne ich schon aus, wie lange ich mit meinem Geld über die Runden kommen werde. Da höre ich, wie er sagt, nichts. Ein wenig verwundert sehe ich ihn an. Wie nichts? Ich kann doch nicht... Doch, fällt er mir ins Wort. Kannst du. Das Haus gehört mir. Sein Blick wird düster und ich merke, dass er nicht weiter darüber zu diskutieren bereit ist. Aber Ryan, versuche ich mich dennoch durchzusetzen. Steig aus und ich zeig dir deine Bleibe. Dann kannst du es dir überlegen, okay? Stumm nicke ich und sehe ihn an. Er überrascht mich. Im Treppenhaus angekommen, zeigt er mir, wo sich die Kellerräume befinden und die Münzwaschmaschine. Wir müssen ganz hoch in den 5. Stock. Ist ein wenig Fitnesstraining. Ich hoffe, das stört dich nicht. Grinsend zeigt er mit dem Kinn nach oben. Hallo? Ich bin vielleicht nicht die zierlichste Person, aber fit bin ich. Im Krankenhaus renne ich täglich Kilometer ab. Lachend stapfen wir die Stufen nach oben. Ich gebe zu, ab der 3. Etage fange ich schwer zu atmen an, während Ryan keinerlei Anzeichen von Schwäche erkennen lässt. Doch ich reiße mich zusammen und versuche es mir so wenig wie möglich anmerken zu lassen, um nicht zu schnaufen wie eine alte Dampflok. Oben angekommen, atme ich tief durch. Puh, geschafft. Das wird dann in Zukunft mein persönliches Fitnesstraining sein. Es befinden sich 3 Türen auf dem Flur.
Er steuert auf die rechte zu und kramt aus seiner Hosentasche einen Schlüssel heraus. Der Anhänger sieht aus wie ein Vanilleeis in einer Waffel. Er drückt ihn mir in die Hand. Hier, das ist ab jetzt dein Reich. Schließ auf, fordert er mich auf. Vorsichtig nehme ich den Schlüssel an, um mit zitternden Fingern die Tür zu öffnen. Seine Geste, mir die Wohnung mietfrei zu übergeben, berührt mich sehr. An den Vanilla-Schlüsselanhänger, dazu finde ich süß und irgendwie, ich weiß auch nicht, es macht mich nervös. Wir betreten zunächst eine kleine quadratische Diele, von der aus sich ein großer Wohnbereich öffnet. Alles ist modernisiert worden. Die Küche ist nur mit einem Tresen zum Wohnzimmer abgetrennt. Hohe Räume, große Fenster mit Blick in einen grünen Innenhof. Eine weitere Tür führt in ein kleineres Schlafzimmer und von dort in ein winziges Bad. Alles neu und hell gefliest. Im Schlafraum steht ein Bett von 1,40 Meter. Ein dreitüriger Kleiderschrank gegenüber und eine Kommode. Alles ist schlicht weiß gehalten. Der Wohnraum bekam einen anderen Stil. Dunkelbraune Ledersitzmöbel, denen man die Jahre schon ansieht, aber das macht sie anziehend schön. Schwarze Regale für Bücher und anderes. Ein großer Flatscreen hängt an der Wand. Die Küche wurde passend in eine große Nische eingebaut. Handmade aus Kiefernholz, schätze ich. Sie wurde derb gehalten, was prima zu den Ledersesseln passt. Kaum geschlossene Schränke, aber Vorrichtungen, um Tassen aufzuhängen, Gläser hineinzustellen und Teller ebenso. Alles in allem eine maskuline Ausstrahlung, die ich sehr mag. Ryan, das ist echt großartig hier, rufe ich bewundernd aus und drehe mich zu ihm um, als ich mir alles still angesehen habe. Freut mich, wenn es dir gefällt. Zufrieden lächelt er mich an. Hier habe ich selbst bis vor 2 Monaten gelebt. Das Schlafzimmer allerdings habe ich für dich neu hergerichtet. Ansonsten ist alles geblieben. Groß sehe ich ihn an. Wo wohnst du jetzt? Du bist doch hoffentlich nicht wegen mir hier ausgezogen. Ich wohne über meine Brauerei, gibt er knapp Auskunft. Deine Brauerei? Hake ich nach und bin baff. Darüber hat er sein Studium an den Nagel gehängt? Kapitel 2. Ryan, beste Freunde. Sue sieht mich mit ihren großen blauen Augen an. Sie hat keine Ahnung, wie schön ich sie finde, in ihrer reinen, süßen Art, die sie immer noch ausstrahlt, wie damals. Die hellblonden Haare und blasse Haut geben ihr etwas Engelsgleiches. Sie ist die Art von Frau, die in jedem Mann den Beschützerinstinkt weckt. Mit ihren 1,70 Meter ist sie neben mir eher klein. Sie behauptet zwar von sich, nicht sonderlich zierlich zu sein, aber für mich ist sie es trotzdem. Ich stand noch nie auf den Typ Topmodel. Für mich sind sanfte Rundungen an Schultern und Hüften viel anziehender. Das hat mehr Sexappeal. Ihre Seele ist das zart an ihr. Wir waren uns schon damals im Studium sehr nahe. Sie ließ mich intensiv in ihre Innenwelt blicken. Zu gern hätte ich mich auf sie eingelassen. Doch hatte ich nicht den Mut dazu. Warum? Weil ich feige war. Ich hatte regelrecht Angst davor. So blieben wir beste Freunde. Seit ich wieder in Melbourne lebe, schreiben wir uns. Täglich. Ich habe mich jeden Tag auf ihre Mails gefreut, die von ihr kamen. Kaum stand ich auf, griff ich mir das Handy und las ihre Gedanken über ihren Alltag und ihre Sorgen. Was ich nie verstanden habe, warum sie keinen Mann fand, der sich Hals über Kopf in sie verliebte und sie niemals mehr gehen ließ. Was stimmt mit den Männern in Hamburg nicht? Haben die keine Augen im Kopf? Sind die emotionslos? Alles an ihr ist anziehend, nicht nur ihre Schönheit. Ihre Intelligenz, der Humor und ihre Tiefsinnigkeit ziehen mich an. Außerdem habe ich die ganze Zeit ihren Duft in meiner Nase. Kaum sind wir in der Wohnung, hängt er sanft und verführerisch in allen Räumen. Cremig, blumig, mit einem Hauch von Vanille. Ein wenig grinse ich in mich hinein. Wie sollte es auch anders sein? Sie ist durch und durch Vanilla. Komm zu, ich zeig dir die Dachterrasse. Ich denke, du wirst sie lieben. Ohne nachzudenken reiche ich ihr eine Hand, die sie zögernd ergreift. Sie sieht mich unsicher an. Klar. Nie habe ich ihr gegenüber meine Gefühle geäußert. Ohne ein weiteres Wort ziehe ich Sue hinter mir her ins Treppenhaus. Ich öffne eine schmale Tür, die aussieht, als würde sie in eine Abseite führen und wir steigen schmale Treppen hinauf. Das ist nur dein Aufgang. Niemand sonst bekommt hier Zutritt, erkläre ich ihr und schiebe sie kaum oben angekommen vor mir her, damit sie die Sicht von hier aus genießen kann. Wow, ruft sie bewundernd aus. Das ist umwerfend schön anzusehen. Die Brücke dort ist die Queen's Bridge. In der Nacht, wenn die Lichter der Stadt alles beleuchten, ist der Anblick fast magisch, erkläre ich ihr. Das hoffe ich doch, dass wir das bei einem kleinen Glas Wein zusammen genießen werden, raunt sie und sieht an mir vorbei. Ihre Wangen haben sich zart gerötet, das finde ich bezaubernd. Gern, murmel ich und wende mich ab, um ihr zu zeigen, wo sie Polster für die Stühle findet. Schau, hier in der kleinen Abseite sind Kissen für die Sitzgelegenheiten, da lacht sie auf. Ist das nicht ein wenig spießig für dich?
Düster sehe ich sie an. Sie hat recht, es ist spießig. Oh, sorry, ich wollte dich nicht kränken, aber da steht ein 1,90 Meter großer, muskelbepackter Kerl von mir, über und über mit Tattoos bedeckt und dann das? Sie macht einen Schritt auf mich zu und fasst mich am Ellbogen des linken Armes. Sei mir nicht böse, bitte. Es ist total süß von dir. Süß, stoße ich aus und ziehe die Augenbrauen zusammen. Ja, sehr, bekennt sie. Danke, Ryan. Danke für alles hier. So viel Fürsorge habe ich nicht erwartet. Du bist doch meine beste Freundin, gebe ich zurück und merke, wie ich mich innerlich verschließe. Ihr Gesichtsausdruck verändert sich und ich kann es nicht deuten. Sie wirkt traurig, aber warum? Willst du dich erst einmal in der Wohnung ein wenig einrichten? Ich hole dich später wieder ab, frage ich sie und weiß nicht so richtig, wie ich jetzt mit dir umgehen soll. Die Situation überfordert mich. Willst du mich schon loswerden? Um ehrlich zu sein, würde ich gerne deine Brauereien sehen, von der du mir erzählt hast, und auch deine Bleibe. Und ich würde gerne erfahren, warum du alles hingeschmissen hast, um jetzt so zu leben, wie du lebst. Eine Böe weht durch ihre langen, glatten Haare. Ohne nachzudenken, fasse ich sie an ihren Rücken zu einem Zopf zusammen. Wir stehen dicht voreinander und ich sehe zu ihr hinunter. Ihr weicher Parfumduft steigt unerhörlich in meine Nase. Wein, flüstert sie unsicher, hebt deine Hand und streicht vorsichtig über meinen Bart. Ich weiß nicht, ob es gut ist, brummle ich, wenn ich dich jetzt küsse. Was wäre daran verkehrt? Wispert sie und stellt sich auf Zehenspitzen, mir entgegenzukommen. Weiß nicht, antworte ich leise und schaffe es nicht, mich von ihr zu lösen. Dann lass es uns ausprobieren, Ryan, ermutigt sie mich. Langsam schütte ich den Kopf, lass endlich ihre seidenweichen Haare los und schiebe sie von mir. Besser nicht, sei mir nicht böse. Tränen der Enttäuschung oder Zurückweisung schießen in ihre Augen und sie wendet sich ab. Das war mein kleiner Einblick in Craft Beer, Tattoos und Vanilla Dream. Ich möchte gar nicht weiter vorgreifen. Ich glaube, es ist eine ganz interessante Stelle, da gerade Schluss zu machen. Denn man merkt, wie die Luft einfach knistert, wie die beiden sich zueinander hingezogen fühlen. Aber sie stehen sich irgendwie selbst im Weg. Tja, da ist die Frage, ne? Sollte man aus Freundschaft eine Beziehung werden lassen? Sollte es eine Freundschaft bleiben? Ist man bereit, einen Schritt weiter zu gehen mit der Angst, man könnte eine tiefe Freundschaft verlieren, wenn irgendetwas passiert? Aber da ist ja auch noch der Punkt seiner Vergangenheit, der immer wieder im Laufe der Geschichte die Bühne kriegt und sein Bruder, ja, ich sage ja immer, interessant, interessante Kombi. Ich will euch auch gar nicht viel zum Inhalt sagen, weil dann würde ich einfach zu viel vorgreifen, etwas erzählen, was ihr selbst erleben sollt. Also deswegen werde ich zum Inhalt gar nicht so viel mehr sagen, als genießt Sandra ihren bildhaften, detaillierten Schreibstil. Das sind 588 Seiten pur Sandra. Also wer Sandra Couquet, ihre Bücher kennt, wird dieses Buch lieben und feiern und inhalieren und nichts zu bemängeln haben. Ich liebe ihre Bücher. Man spürt einfach ihre Herzblut, ihre Liebe, Autorin zu sein. Und wie sie es am Anfang über sich selbst beschreibt, in jedem Buch steckt ein bisschen Sandra. Und das ist sie einfach. Sie ist einfach pur Sandra in diesem Buch. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Einblick ein wenig für das Buch begeistern. Und ja. Vielleicht möchte es jetzt der ein oder andere auch lesen. Das würde mich wahnsinnig freuen und die liebe Sandra bestimmt auch. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit dem Buch, wenn ihr jetzt anfangt zu lesen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Lesen-Video. Tschüss!